Hallo alle zusammen. Heute soll es um einen Wunsch gehen einer Zuschauerin, die meinte nämlich, sie würde gerne ein paar Inspirationen bekommen. Sie würde immer die gleichen 4 Fill-Ins spielen und ich soll doch mal 1, 2 Fill-Ins zeigen, damit sie ein paar andere spielt. Sehr gerne. Ich spiele einfach mal ein bisschen was vor und dann erkläre ich, was ich da mache. Also, was brauchen wir für dieses Fill-In? Wir brauchen Flams. Das sind also die Vorschläge. Das heißt, eine Hand kommt früher auf das Fell als die andere. Und die Hand, die früher aufkommt, der Vorschlag, der ist wesentlich leiser und muss wesentlich weniger ausholen als der Hauptschlag. Bei mir ist es so, bei dem Fill-In, da spiele ich die linke Hand zuerst und dann kommt die rechte. Also links leise, wenig Abstand, rechts laut, viel Abstand bei der Ausholbewegung. Jetzt ist es so, dass ich, wenn ich die Flams spiele, dass ich dazwischen, zwischen den einzelnen Flams, immer 1 oder 2 Schläge mit dem Fuß spiele. Erstmal die Version mit einem Schlag. Und jetzt kann ich auch schon die Flams verteilen, das heißt, eine Trommel den Flam, beim nächsten Mal zweite Trommel, dritte Flam und so weiter. Jetzt gleich ein Beispiel mit einem Rhythmus, wo ich den Rhythmus abwechsle mit dem Fill-In. Jetzt ist die Idee, dass ich also diese 2 Schläge mit der Bassdrum spielen könnte, zwischen jeweils einem Flam. Und das mache ich am besten in einem triolischen Rhythmus, weil da habe ich 3 Schläge sowieso. Als kleinster gemeinsamer Nenner, Triole, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Und dann kann ich immer die Hände auf die jeweiligen Beats spielen. Also 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2. Und jetzt noch irgendwie ein Shuffle oder sowas dazwischen und abwechselnd mit dem Fill-In. So, jetzt ist es so, dass ich gerne die Schläge, wo ich ein Flam spiele und ein Bassdrum-Schlag, mit den Schlägen, wo ich ein Flam spiele und 2 Bassdrum-Schläge hintereinander spielen will. Ich mache das einfach mal so, dass ich eine Kombination ausgebe. Zum Beispiel einmal Flam, einmal Bassdrum. Einmal Flam, zweimal Bassdrum. Etwas langsamer.
Jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, ich verteile die Hände anders. Der Fuß bleibt ja an der Bassdrum kleben. Aber die Hände kann ich verteilen, wie ich will. Und ich bleibe aber in diesem Schema. Flam, Bassdrum, Flam, zweimal Bassdrum. Also es ist vieles möglich, probiert viel aus. Und jetzt kommt's. Wir könnten jetzt das Ganze umdrehen. Wir könnten jetzt anfangen mit Flam, zwei Bassdrumschläge, Flam, ein Bassdrumschlag. Auf den Toms verteilen. Und ihr merkt, es klingt ganz anders. Wir könnten jetzt die Hände verteilen oder ihr könntet die Hände anders verteilen. Wir könnten komplett neue Sachen spielen. Wir könnten Flam Bassdrum, Flam Bassdrum, Flam zweimal Bassdrum spielen. Oder Flam zweimal Bassdrum, Flam Bassdrum, Flam Bassdrum. Oder Flam zweimal Bassdrum, Flam zweimal Bassdrum, Flam einmal Bassdrum. Oder weiß ich was. Probiert alles aus, ihr werdet auf Ideen kommen, ihr werdet auf bestimmte Fill-ins kommen, die sich super anhören, ihr werdet auf bestimmte Fill-ins kommen, die sich furchtbar anhören. Und die furchtbaren, die schmeißt ihr in die Tonne und die guten behaltet ihr, packt euch die in die Hosentasche und zieht die raus, wenn es heißt, oh, ich bin so gelangweilt von meinen vier Fill-ins, ich brauche einen neuen Fill-in. Und dann nehmt ihr dieses Konzept und spielt super Fill-ins. Das war's von mir für euch. Danke, sagt David Petsch, fürs Zusehen und Zuhören. Bis dann.